Komm, dann sag mal hier Abwehr. Zwei kann man machen, ne? Ja. Ah, ne, das ist nur Dings. Ah, doch, du kannst hier auch zwei machen. Euro Verteidigung, ne? Ah, Todibo muss, ihr wisst, das war man. Todibo muss einfach. I have to look at this guy, man. I have to do him. Mein Lieblingsspieler dieses Jahr. Voll Verteidigung. Ja, und aus Fahnen muss ich Maguire machen mit 90 Physical. I have to do him too. Die zwei werde ich safe machen. Sag mal hier Süle. Boah, Süle aber auch nicht schlecht. Boah, auch nicht schlecht eigentlich Süle. Oh, holy shit, man. Was ist denn eine krasse Evo? Hernandez sieht safe krass aus, ne? Ne, obwohl so krass eigentlich auch wieder nicht. Also Todibo wird safe sein. Maguire, glaube ich, werde ich machen. Ja. Boah, das ist auch nicht schlecht. Holy, holy, holy. Ja, aber Todibo und Maguire auf Fun. Todibo und Maguire auf Fun. Wie macht man hier? Dest und Quadrado, ne? Oder Foyt hast du auch noch. Foyt. Oh, Foyt, du siehst aber auch krass aus. Maybe Foyt. Foyt sieht auch krass aus. Quadrado sieht nicht mal so. Obwohl, oh, das wird Pass und so. Eigentlich auch nicht schlecht. Quadrado auch keine Nice. Für einen Offensiven halt, ne? Und das. 99 Pace, 99 Tripling. 4-5. Kein wie Pass. Na, muss mal gucken. Sieht nicht schlecht aus. Not bad, not bad, die neuen Dings. Muss man sagen. Not so bad. Not so bad. Dann würde ich sagen, gehen wir in die Rivals Rewards rein. Die habe ich noch von gestern aufgehoben. Hoffentlich wenigstens eine gute Karte daraus. Ich nehme, glaube ich, sogar alles doppelt, ne? Ja. Ich nehme hier Untrade, weil ich muss eh nur das machen. Passt. Let's try it, I guess. Mal gucken, was wir. Boah, es sind 4x5x83 EM. 4x5x83 Copa America. Uff, das sind geile Rewards eigentlich. Plus mein Pick, plus ein Dreier-Set von Tots. Alright. So, fast wie wichtig die Rewards eigentlich. Okay, ich gehe einfach direkt rein. Vielleicht kommt was, vielleicht kommt nichts. Das ist Dogshit. That is Dogshit, glaube ich, Shit. Oh mein Gott, ey. Ich weiß nicht, die Rivals haben mir bis jetzt nicht einmal gegönnt, ne? Okay. Jetzt haben wir richtig viel davon. 1, 2, 3, 4. Und davon haben wir 4 Stück, ne? 5x83 jeweils, also 8 Stück insgesamt. Bruder, wenn da jetzt nichts kommt, dann weiß ich auch nicht. At least eine Special Card aus den 8 Packs, eine Special Karte. Come on, Bro. Besonders diese Copa America sind ja so gefühlt nichts wert, ne? Lautaro. Double at least? Not even double, man. Not even a doubly. Crazy. Das ist crazy. Ja, wir haben einen. Come on. Ich weiß gar nicht, gibt es irgendeinen guten von denen? Ich weiß gar nicht, wer gut ist, wenn ich ehrlich bin. Das ist Ex Morgen, ist schon mal ein gutes Rating. Oh, das ist gut. Das ist ein gutes Pack, weil das vom Rating, allein vom Rating ist schon gut eigentlich. Komm, es gibt noch einen von den guten. Ich weiß nicht, wer von den gut ist, aber es ist Murillo. Looks decent, wenn ich ehrlich bin. Ich glaube, die Nation ist nicht so gut bei ihm. Spielt für Panama, ja. Ich glaube, die werden hops genommen, ne? Panama. Der wird Min-Price sein, ne? Ja. Panama ist einfach, glaube ich, nicht so eine gute Krass aus. Mannschaft. Arschlecken. Okay, komm. Back to back! Komm hier, jetzt was Gutes. Wer ist das? Who the fuck's that? Cut irgendwas. Doppel, doppel! Sosa und? Sosa und Suazo! What the fuck is that? Wie viele Schrottkarten gibt es da in dieser Copa America? Aber ja, nimm mich mit, Digga. Gutes Rating. Sosa und Suazo. Beide wahrscheinlich Min-Price, ne? Ja, 20k und der ist auch 20k wahrscheinlich. 30k, aber ey. I'll take it. Wenn jetzt Messi kommt, Argentinien Challenge. Wenn kein Messi kommt, I don't give a shit, man. Lohnt sich einfach diese Woche nicht. Für so einen Nuno Mendes, so ein plus 1, plus 2. Come on, man. Get out of here. Außer du gibst mir jetzt Messi. Was ist das denn? Oh no. Das sieht schon richtig schlecht aus. Oh, 95 Rating, warte mal! Ach du Scheiße, ich habe vergessen, dass ein Plus davor stand. Aber gutes Futter, I guess. Ja, futtermäßig gut, aber Schrott. Ja, Schrott, Digga. Also vom Futter her ist es gut, gutes Rating, aber. Okay. Let's go in. Ich brauche eine gute Leihkarte hier, Sports. Leihkarte, please, Main. Ist Oblak? Ich habe gar nicht hingeguckt. Oblak ist gut. Ja, Jonas ist noch früh, wenn ich um 0 Uhr reingehe, weil. Oder wegen Dings halt, ne? EM.
Hat alles nach hinten geschoben. Komm, irgendwas Gutes, Bro. Bestschein, Reinders. Ich sehe nicht mal so schlecht auf den Sechser, wenn ich ehrlich bin. Still Dog, but yeah, weil wir es machen. Okay, 2:35. No special again. No special again. Crazy. Absolute Insanity. Hab ich hingeguckt. Wer ist das? Modric. Right. Cheeky Modric. Mit Müll, mit Muck da, die Legende. At least gib mir cool fucking Leihkarte. Komm, ist das eine Leihkarte, Mann? Fratesi oder. Bruder, was sind das für Karten, die ich hier bekomme, Mann? Powerheader. Looks nice. Vielleicht spielen wir heute sogar. Ich glaube, wir spielen sogar heute in der IV. Actually, looks nice. Gutes Tripling, ne? Wieder one for the team, würde ich sagen. Let's see, was wir hier aus dem 300 K-Pack bekommen. 35x82. Und davon sind 10x87, was schon mal nice klingt. Plus 2 Leihkarten. Okay. Alright, wenn da keine Special Card kommt, dann wurden wir gescammt. Dann ist es so. Dann wurden wir gescammt. 300k? Come on, man. Yes! Copa America. Oh, ist nur einer, ne? Oh mein Gott, ist nicht gut. Wen gibt's da von Copa America? Ist nur eine Karte drin. Already lost eigentlich, außer es ist ein Big Banger. Ich weiß nicht, wer bei Copa America was wert ist. Rodrigo. Wo ist der? Den hab ich doch schon. Oh, Big L. That's a Big L right here, man. Eine Karte nur. Eine Special Card aus dem 300k Pack. What a fucking scam. Ja, that was a scam. Ja. Danzo, man. I'm fucking Danzo, yeah, wenn ihr so weitermacht. Und jetzt noch ein Rodrigo wäre perfekt. Wer wird's? What the fuck is that, bro, man? Jo, und da würde ich sagen, diese Woche mache ich keine Challenge. Das Problem ist, die Rewards sind einfach so schlecht. Die Packs sind nicht geil genug, sind Standard-Packs. Der Nuno Mendes ist nur ein Plus 1 auf seine Tots-Karte. Der muss erstmal ein Plus 2 bekommen. Und selbst wenn er ein Plus 2 bekommt, hat er nur ein Plus 3. Die Trades sind nicht besser. Die Weakfoots sind nicht besser. Also die Sterne sind nur getauscht. 5 Sterne Skills statt 5 Sterne Weakfoot. Und die Trades sind getauscht. Also die Karte ist nicht mal so viel besser als die Tots-Karte. Von daher fand ich diese Woche, ja, wollte ich jetzt nicht auf Krampf Argentinien-Team spielen, wo ich einen Spieler schon alle getestet habe. Ne? Stattdessen habe ich gesagt, komm, diese Woche dann nicht. Wenn ihr das halt nicht hinbekommt mit vernünftigen Rewards, ja, dann spielen wir einfach so ein Team, das nach viel mehr Spaß aussieht, als wenn ich jetzt auf Krampf so ein Argentinien-Team spiele, das einfach schlecht wäre, weil ich gar keinen Abwehrspieler hätte. Ich müsste einfach Schrottabwehrspieler spielen. Dann haben wir lieber so ein cooles Team hier, wo wir viele neue Karten testen können. Ja, Stanisic als Verteidiger RV oder dritter Innenverteidiger. Dann haben wir die hier, Vasquez sieht krass aus, Danzo sieht absolut krass aus. Der hat 99 Pace, 98 Defending und 99 Physical, also absolut crazy Card. Dann haben wir im Mittelfeld, können wir eigentlich mal den Groß testen. Özcan haben wir jetzt auch noch drin. Über die Außen, wir fangen mit der Dreierkette an, dann gehen wir vielleicht in die 4-3-2, wenn es nicht läuft. Haben den Kostic über die Außen und diesen Musa über die Außen. Beides sehr viel Pace, sehr viel Dribbling. Schauen wir, was wir machen können. Und vorne haben wir einen Smith, die haben wir ja gezogen, haben wir noch nicht gespielt, glaube ich. Das schon, aber okay. Dann haben wir Nunes noch hier, den wir gemacht haben, einfach für den Content. Ich denke nicht, dass er sich lohnt. Ich finde dieses Event auch schlechter als das letzte Event. Bei Pass to Crowy, da kannst du so viele Upgrades bekommen und die sind viel einfacher zu bekommen. Hier, guckt euch das mal an. Ja, Chemie Plus, okay, ist nice. Ja, das ist easy zu bekommen, das ist auch cool. Aber guck mal, erstmal 2 Tore, 2 Vorlagen machen. Das kann man schaffen, das finde ich auch okay, das ist ein Plus 1. Und dann 5-1-Sätze. 5-1 ist das alte Gruppenphase spielen. Plus nochmal Achtelfinale plus Viertelfinale. Das ist ultra schwierig und dann kriegst du nur ein Plus 1. Also da hätte ich ein viel besseres Upgrade verlangt. Also die hätten noch viel mehr Sachen machen müssen. Noch ein, zwei andere Sachen. Irgendwas, wo man nochmal 99 plus States bekommt. Einen vierten oder fünften Playstyle bekommt. Oder keine Ahnung was. Ne? Also das ist zu wenig eigentlich, finde ich, für diese ganzen Karten. Der sieht jetzt nicht schlecht aus, aber für die jetzige Phase, wenn du guckst, ist es auch nichts mehr Besonderes. Da hätte ich mal Doppel 5, also für 600.000 ist es nicht mal so krass, finde ich, Nunes. Aber wir testen mal vielleicht der Ingame krass. Und dann haben wir noch einen Heulon, Double 5, Mittelhoch, keine Ahnung, warum der Mittelhoch Arbeitsraten bekommen hat. Mal gucken, ob das Auswirkungen auf den hat. Und hat halt, ja, schöne, nice Sets. Ja, schauen wir mal. Dann gehen wir rein. Okay, erster Gegner, schauen wir mal. Kommt mit einem Allison, Vidic, Ada, Güler, Simons und Rogi Drogba, okay. Nice Team.
Stark Nunes, take that. I take that, man. Guck mal, was sind die Arbeitsleute von diesen Meckes hier? Von diesen Heuland, Digga. Dieser Heuland, Digga, wo der steht, Digga, wegen diesem Mittelhoch, Digga, steht da immer so ein bisschen hinten. Der spielt wie so ein Neuner, statt wie ein Stürmer. I don't like that, man. Nunes stark. Ich weiß nicht, weird. Ist ganz komisch, das Team, Chat. Der Gegner war jetzt nicht so krass, deswegen haben wir gewonnen, aber. Triple Winner. City. Okay, City gegen City. Harry Maguire. Harry Maguire. Den will ich auch noch machen. Geil, ey, geiler Typ. Smith. Hast du Stanisic, genau deswegen habe ich ihn da hingestellt. Hol dir den anderen Neckes, keine Ahnung wie der hieß, hol dir den. Oh shit, Bro. Fucking Nunes, Darwin Nunes. Hey, ich will diesen Code-Jubel machen, warum macht der denn nicht? Oh, das tut so weh, Alter. Ah, Kretan Bull ist der nächste Gegner. Jetzt sag mal, Oblagi. Oh. This looks fucking dog, bro. Schön. Heuland! Bitte ein Finish! Oh, schön, Kostic. Nimm auf. Heuland! Oh, ich hab vergessen, den Jubel zu machen. Scheiße. Kreis war's, ne? Heuland, schön. Kostic. Auf Darwin Nunes, Darwin Nunes dreht sich nochmal, auf Smith nochmal, whoop, ich spiel nochmal auf Musa, und Musa, komm, Cold Musa, ich kann es nicht so machen, weil mein Finger am Arsch ist, so, Cold Musa, oh, Fenerbahce, wir sind am Arsch, Kicking FIFA YouTube, ein YouTuber noch, Fenerbahce YouTuber, we are done, Chat, Kadıklı, Arda Güler, Nico Williams und Haalando, oh. Das wird schwierig, glaube ich, Chat. Jesus. Heuland! Oh mein Gott! Musa! Oh mein Gott, was ein Save von fucking Thunderstar, der Wichser, ey. Hol den. Mann. I'm fucked. Ich sag immer, drück doch Segment Press mit diesen Dings. Ich mach die stehen immer nicht beim Mann. Wisst ihr, was ich meine? Alter, Junge, reicht doch, Mann, mit der Linie. Bruder, bist du Linie was? Ich hab doch gemoved den fucking Schmeichel, Alter. What the fuck, man? Vielleicht. Arda Güler, der Gerechte, Junge! Arda Güler, Junge! Ja. Leck meinen Arsch. Jetzt noch gegen Hala Madrid, Digga. Für den Nachtritt. Hala Madrid. Ach du Scheiße. Das war einfach die Dreierkette gewesen, sag ich. Die Dreierkette war's. Heulondo! Darwin Nunes! Chat, was ist denn eure Prediction für morgen, Türkei, Portugal? Er geht raus, glaube ich. Ich sag Unentschieden, Chat. Ich bin echt gespannt morgen. Okay, nächster Gegner hat Allison. Van Dijk und Cabral den neuen gezogen, krass. Schnell, jawohl, wichtig. Ja gut, jetzt kann er quitten von mir aus. Schieß. Lol, was für ein komisches Tor, Alter. Wo ist Danzo, Alter? Ist das Danzo hier? Ich nehme den Danzo, dann ist eh vorbei. Die Danzo nehmen ist eh vorbei.
Danzo, das ist vorbei, Junge. Mit Danzo ist vorbei. Der, ich glaube, das könnte ein neuer Bissig werden, dieser Danzo. Der ist richtig vercrackt. Also ich würde sogar... Ich sag... Oh, was ein Tor vom Gegner. Boah, ist der Nunes halt echt ein krassen Finish, muss ich sagen, ne? Ohne Script ist der nächste Gegner. Team sieht... Ja, ist okay, ist nicht schlecht. Digga, Heulon, man. Junge, ich wirklich einfach Müllkopf. Einfach Menüspieler. Menüspieler einfach Müll. Komm, Musa jetzt. Schön. Komm, no. Nunes, schieß doch! Der nimmt den Ball nochmal mit. Guck mal, wie viel Delay ich hab. Das ist geistgestört. Macht er einfach. Jetzt macht er ein Tor dafür. Ich hasse dieses Spiel einfach über alles, Digga. Einfach wie ein Connection, Alter. Lucky, I take it. Sehr lucky, aber gut. Gut, Alien. Geistesgestört, Digga. Wirklich, absolut insane, man. Alright. Das ist ein nice Team. Yes, Gameplay. Guck mal, wie unflüssig das aussieht, ne? Ich sag dazu nichts mehr, ich sag einfach nichts dazu, GG. Und wieder Pfosten. Und daneben. Top, 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 top. Schade. Ist eine gute Freistoßposition. Ich hab sogar rot, Digga. What the fuck? Es gab dafür rot sogar. Hä, krass. Groß vielleicht. Der konnte ja nicht mal was dafür, weil es ein verbackter Skill-Move ist eigentlich, den ich gemacht habe, Chat. Wie schlecht. Oh, gibt's auch rot? Die nächste rote, Digga. Der Schiri ist out of fucking control, man. Bruder, ey, what the fuck, man? Dieser Schiri dürfte nie wieder pfeifen. What a joke, man. Digga, das Spiel ist so schlecht, ne? Guck mal, du machst alles richtig und du kriegst die... Bruder, ich wirklich ohne Witz, wie schlecht dieses Spiel ist. Ich kann das langsam nicht mehr. Stark Holland. You take that. Berkay 10. Kibior. Kräuf. Oh, nice team. Digga, ich hasse das. Ich hab wieder alles richtig gemacht. Guck mal, das meine ich. Ich hab wie viele Tore am Vollzug kassiert. Ich hab wieder alles richtig gemacht. Und ich werde wieder dafür bestraft. Ich raff das nicht. Junge, ich geh doch den schwierigen Weg mit manuellen Verteidigung. Wieso muss es so schlimm sein? Warum zwingst du die Leute so krass, Cipu zu verteidigen? Ich verstehe das nicht. Ich verstehe das nicht, warum das so ist. Jedes Mal, wenn ich manuell verteidige, passiert diese Scheiße. Ich hab alles richtig gemacht. Ich stehe hier, hab den Ball. Und guck, einfach Magie. Wuppa! Ist der Ball durch meinen Fuß und er kann schießen. Hol dich schon 10 solche Tore. Gegen alles. Ja? Du spielst wirklich gegen alles gefühlt. Bruder, und dann wirst du nochmal doppelt gefickt dafür, dass du noch den schwierigen Weg nimmst. Das ist so dumm, Alter, das Spiel. Ich hab gar keine Lust mehr zu spielen eigentlich, ohne Scheiß. Gar keinen Bock mehr zu spielen. Null Spaß mehr. Das Tor ist auch nur gestanden, weil ich jetzt im Rage war, wegen diesem Scheißspiel, Alter. Another day in the office.
Leider können wir kein Spiel mehr machen, weil ich hätte gerne 10 Folgen gemacht bei dem Team und bei dem Gameplay leider keinen Sinn. Ich würde wahrscheinlich, wenn jetzt die Gegner halbwegs spielen kann, wieder verlieren. Okay, Teambewerbung auf schnelle Welle. Stunning Season ist okay, kann man spielen. Heute wieder schwierig zu beurteilen. Gameplay war absolut Level unspielbar. Es war wirklich nicht okay, sondern es war Level unspielbar. Ihr habt die Tore gesehen durch Fuß, alles verzögert. Ja, ist Katastrophe, Mann. Ihr habt das Gameplay mal gesehen, wie es halbwegs funktioniert, wie schnell ich vorne hinher spielen kann. Ich habe ja mein Spielstil jetzt ein bisschen entwickelt. Ja, mit schnellen Pässen geht gar nichts, Digga. Jedes Mal ein Touch, Touch, Touch. Ich drücke voll schnell den Pass, er nimmt den Ball normalen Touch. Ist einfach, ja, also das Einzige war ja trotzdem in Ordnung gewesen. Die Verteidigung war eigentlich ganz gut gewesen. Ich fand die gut gewesen, aber ja. Wenn du die Spieler nicht auswählen kannst und wenn die Bälle durch den Fuß gehen, da können die Spieler auch nichts dafür. Da sind die nicht schuld, das ist einfach die Server oder das Spiel schuld. Dann so war wie so ein neuer Bissek, geistgestört. Diese Eckbälle auf ihn waren geistgestört, er ist ein Brocken. Ich fand ihn auch eigentlich solide gewesen. Özcan war okay, mehr ist es nicht. Ist ein okay Sechser, den kannst du mal spielen, aber ist kein Mehrwert. Groß fand ich jetzt, hat sich auch eher wie ein Sechser spielen lassen als ein Achter. Auch wenn er hier 5 Vorlagen gemacht hat. Und wir haben auch ein paar Dogshit-Spieler gehabt. Ja, ist gut, aber ist ja auch kein Mehrwert, nichts bedeutet. Kostet fand ich jetzt nicht so geil gewesen. Hatten die Leute recht gehabt. War jetzt ja, nicht so offensiv so krass und definitiv auch nicht so krass. Musa war so eine größere Enttäuschung, weil er noch teurer war als Kostic. Und dafür hat er irgendwie gar nichts mitgebracht. Also 95 Dribbling mit fucking 3 goldene Ball-Kontroll-Trades. Und bewegt sich wie der größte Müllhaufen. Einfach weil er groß und unbewegt, also wegen Server und groß ist. Weil er groß ist und die Server schlecht sind. Ich konnte mich null bewegen mit dem. Also es war absolut wasted, Digga. 3 goldene Trades hier drauf und keiner funktioniert bei schlechten Servern. Absolute Enttäuschung für mich gewesen. Nunes war gut gewesen, aber 5 Sterne Weakfoot ist schon fast ein Muss, meiner Meinung nach, im Juni von FIFA. Aber finde ich ihn war sehr, sehr solide mit beiden Füßen. Ja, war sonst eigentlich solide. Gute Laufwege, Pässe gut gewesen. Alles gut, wieder nur mein Problem ist, hätte er noch 5 Sterne Skill Moves, dann wäre er wahrscheinlich ein Top-Stürmer. Und Højlund, ja, ist ein Längsti-Spieler, ohne ein Längsti-Spieler zu sein, wenn ihr versteht, was ich meine. Wenn du die Bälle hochspielst, er kriegt die Bälle halt durch, weil er keinen Aerial-Trade hat, kriegt er die halt nicht immer gewonnen. Wenn ein Verteidiger Aerial hat, dann verliert er die Kopfball-Duelle gegen den. Ansonsten fehlt mir auch ein bisschen so diesen Längsti-Lauf so bei ihm, das fehlt irgendwie ein bisschen auch. Ansonsten, ja, er ist schon gut, ne, der hat gute Trades und der hat gutes Finishing, ihr habt's gesehen. Du musst ihn wie ein Längsti-Spieler spielen, der ist so, wie ich sagen will, so ein Hybrid, aber ich will nicht sagen schlecht, aber noch ein bisschen anders, weil er Doppel-5 hat. Ja, sein Dribbling ist nicht das Beste. Passen ist für kurzer Pass okay, aber langer Pass war auch bei ihm kalt. Also ich konnte keinen Dreiecks over the top ball spielen mit ihm. Die kamen alle, keine Ahnung wo, an. Ja, Finishing war trotzdem gut gewesen, aber ja. Ja, schwierig. Momentan sind wir, ja, schwierige Phase hier. Ich hoffe, dass die AI irgendwas mal hinbekommt, aber ja, keine Ahnung, ob sie es irgendwann mal hinbekommen. Hero Pick, man. Yay, yeah, komm, nach dieser super Top-Leistung von mir heute auf euren Top-Servern was Geiles ziehen. Oh, man, this is crazy, bro. 3-mal old shit. 3 alte, verkackte Schrottspieler ziehen. Geil, man. So. Okay, komm. Messi. Hallo, wer ist das? Hallo, das ist wieder scheiße, wie immer. Yeah, ich hab dich wieder gescammt zum 99. Mal am Stück. Du machst immer die SBC und da kommt nie was Gutes raus. Bruder, ich schwöre, das ist fucking schlimmer als Slots. Slots, kommst du wenigstens mal, gewinnst du irgendwie wirklich mal irgendwann was. Hier gewinnst du ja nie was. You never win aus diesen scheiß SBCs.